Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Und das ist Gameboy Time. Und wie ihr hier gerade seht, habe ich hier ein super 12 in 1 Modul geschossen. Und ich will mal gucken, was da so alles drauf ist. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal oben an. Das sind alles Games, die ich noch nie gezockt habe. Ich bin mal gespannt. Ich nehme mal das obere hier, Donkey Kong 3, und wir gucken mal, was erwartet uns da. Wollen doch mal schauen. Oh, das sieht ja erstmal richtig schön aus. Also, es hat auf jeden Fall Super Game Boy Unterstützung. Wie man hier jetzt schon an den Farben sieht. Der Rahmen selber besteht aus lauter Bananen, aber ich habe es eben so rangezoomt, dass mehr vom Hauptbild zu sehen ist. Donkey Kong Land 2. Ja, also die Betitelung vorne im Hauptmenü stimmt nicht so ganz überein mit dem, was wir hier haben. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was mich hier erwartet. Treasure. Select Game. Dann nehme ich mal das obere da, oder? So, dann wollen wir mal gucken, was man da machen muss. Pirate Panic. Also ich kann hin und her laufen. Ich kann mich irgendwie ducken. Mit A kann ich springen. Was mache ich mit B? Aha, da kann ich wahrscheinlich Gegner wegbotzen, oder? Ich kann, glaube ich, auch springen und dann mit B so schweben. Ja, das kann ich. Cool. Kann aber, glaube ich, den Haarschopf auch nutzen, um Gegner zu vermöbeln, oder? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Tatsächlich, ich kann mich dann so durchwirbeln. Das sieht aber ganz nett aus. Und es geht dann wahrscheinlich mehrheitlich darum, auch möglichst viele Bananen einzusammeln, würde ich jetzt mal tippen. Kann ich hier auf die Fässer springen? Ja, kann ich. Es ist auf jeden Fall ganz nett animiert, würde ich jetzt gerade mal so, stelle ich gerade mal fest. Und dass man dann so schweben kann, finde ich cool. Hat der Luftballon da irgendwas auf sich? Ja, jetzt ist er weg. Ist auf jeden Fall spaßig jetzt schon, die ersten paar Schritte. Ich habe es noch nie gespielt. Ach, man kann auch Fässer aufheben und schmeißen. Aber nicht alle, das hier nicht. Was kommt denn da? Was ist das? So eine Art Bossgegner oder was? Kann ich da drauf springen? Ah, ich kann drauf springen. So, Smash. Was ist das? Keine Ahnung. Was kann ich da machen? Nix. Da bin ich gerade überfragt. Okay. Da habe ich was eingesammelt. Also ich kann hier hochspringen. Ah, Kanone! Was war das hier? Ich kann die Krokus umhauen. Ach, mit dem Fass ist witzig. Allerdings kann ich das nicht halten. Das heißt, ich drücke einmal drauf und dann wirft es direkt. Es, sie, keine Ahnung. Ja, ich kenne mich in diesem Universum nicht aus, das sage ich ganz ehrlich. Warte mal, was ist das gewesen? Wofür macht man das? Das Vieh geht mir auf den Sack. Ach, ich bin jetzt auch... Ach, ich habe gerade den Charakter gewechselt. Jetzt...
Das heißt, er kann zwar schön springen hier. Da war noch zu viel. Und ich kann so ein Rad schlagen. Nur wozu das gut sein soll, das weiß ich jetzt gerade im Moment noch nicht. Na hier, ich kann hier nur ausweichen. Hab da keine Chance irgendwie, stelle ich gerade fest. Na, das war ja geschickt. Ja, also ich kann so, während ich das mache, kann ich nichts anderes machen. Ja, das ist Pause. Okay. Aber ich kann jetzt diese Kiste nehmen und dann auch werfen. Ja, gut. Ja, sag bloß, ich habe den Abschnitt geschafft. Ja, cool. Main Brace Mayhem. Ist auf jeden Fall noch recht lustig. Ist gut spielbar. Lässt sich gut steuern. Es hat einen schönen Sound. Stelle ich gerade fest. Hörte sich so an, als ob ich da nicht hätte runterspringen dürfen. Oder wie jetzt? Da bin ich überfragt. Ah, in den Fässern kann man dann wechseln. Ist jetzt die Frage. Ah, ich kann da hoch, ja. Oh, ich kann das hier auch hochklettern. Okay. Grad. Machen wir das mal grad. Okay. Mit der sollte man nicht in Kontakt kommen, stelle ich gerade fest. Ah, so wie es aussieht, kann ich mir aussuchen, in welche Richtung ich hier soll oder kann. Kong-Kollege. Was ist denn das? Tell those naughty Kremlings, it's English tomorrow. Safe game, leave college. Safe game kostet 2 Coins. Ah, leave college. Be careful. Das heißt, an der Ecke kann man den Spielstand safen. Pirate Panic, aber da war ich doch. Ja. Okay, dann versuche ich da nochmal hochzulaufen. Ja, wie gesagt, echt cooler Sound. Und da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Geht also nur hier hoch. Was ich da nicht weiß, ist, ob ich nach rechts kann. Okay, aber da oben habe ich noch was gesehen. Gehen wir da mal rauf. Da oben war doch vorhin noch was. Ich habe eine Banane erwischt. Aber... Oh... Problem ist soweit, bis ich Game Over bin. Ich habe ja nicht mehr viele Herzen hier. Wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, bist du noobig, ey. Ja, das stimmt, weil ich es zum ersten Mal zocke in meinem Leben. Ich habe es noch nie selber gespielt. Aber ich kann es immer wieder nur betonen, ich möchte natürlich auch das zocken, was ich mir hier gekauft habe. Und mal gucken, um was es sich handelt. Und natürlich auch, dass ihr auch mal seht, was ist das für ein Game? Für all die zwei Leute, die es wahrscheinlich noch nicht kennen. Jeder andere kennt es wahrscheinlich. Und so, da muss er doch das machen, Mann. Und so und so. Ja. Am wichtigsten ist mir, dass ich da Spaß bei habe auch. Dass ich mir selber die Frage beantworten kann. Ist das ein Game, was du dann demnächst auch mal wieder auskramst und dann auch nochmal wieder zockst? Immer höher geht's hier. Nimm die Banane mit. Ich würde sagen links.
Oh, ein Netz voller Bananen. Kommt man hier lang? Jo, kommt man. Ist auf jeden Fall noch witzig gemacht, wie er sich da mit dem... Oh, mit dem Schwanz da auch festhält und so. Kommt man da rauf? Oder sieht das eher schlecht aus? Eher schlecht. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, darauf zu kommen? Das sieht aus wie eine Ecke, wo ich schon war, oder? Oh. Aus irgendeinem Grund habe ich noch ein extra Leben zwischendrin gekriegt. Da fängst du wieder hier vorne an. Irgendwann werde ich den Dreher wohl raus haben. Oh. Oder auch nicht. Okay, wenn man auf die Dinger drauf springt, dann ist alles mal gut. Hier vor allem möchte ich mal wissen, ob und wie es hier noch weiter geht. Ja, also das kostet sofort ein Leben. Stelle ich gerade fest. Ich habe aber das Gefühl, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist die Steuerung auch relativ eingängig und man kann klarkommen. Es spült sich doch einigermaßen flüssig. Ja, Trockenspülen klappt auch nicht so unbedingt. Das war ein Satz mit X. Und da habe ich mein Leben auch verloren. Game over! Ja, ich denke, das genügt auch mal für einen kurzen Einblick. Kommt da noch was? Nö. Scheint nicht so. Also, das war Donkey Kong Land 2 auf dem Game Boy gezockt mit dem Super Game Boy Adapter, wo man eben dann noch diesen schönen Rahmen drumherum hat und ein paar mehr Farben. Von der Steuerung her gefällt es mir. Also es geht ganz gut von der Hand. Das kann man gut verinnerlichen und lernen, wenn man es denn mag, sich damit noch tiefer zu befassen. Sound ist ganz annehmbar. Also alles in allem sicher, wäre das Modul sicher kein Fehlkauf. Ja? Okay, ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonnieren, kommentieren, liken und ansonsten schaltet doch wieder ein, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bye, bye.